Im heutigen Tutorial wollen wir die Gestaltung eines Lebkuchens üben. Zunächst öffnen wir eine Tüte Walnüsse und knacken die Kerne. Insgesamt benötigen wir 150 Gramm Walnusskerne, die wir in kleine Stücke hacken. So, dann öffnen wir eine Tüte kandierten Ingwer und schneiden die Stücke in kleine Würfel. Jetzt wird eine Rührschüssel benötigt. In diese füllen wir 250 Gramm Zucker. Hinzu kommt eine Tüte Vanillinzucker, eine Prise Salz. Als nächstes wären eigentlich 5 rohe Hühnereier vorgesehen. Heute arbeiten wir jedoch zur Abwechslung ohne Eier. Deshalb werden die folgenden 3 Zutaten benötigt. Ein Teelöffel Guarkernmehl sowie ein großer Teelöffel Backpulver. Diese Zutaten werden sorgfältig vermengt und mit 300 ml Wasser verrührt. Hierbei sollte man schnell und gründlich arbeiten, weil das Mehl der Guarkernbohne unglaublich schnell andickt. Nun können wir alle übrigen Zutaten hinzugeben. Beginnen wir mit 200 Gramm geriebenen Mandelkernen. Dazu geben wir 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, geriebene Zitronenschale, eine Handvoll Zimt, Kardamom, ein Esslöffel gemahlene Anis, ein Löffelchen pulverisierte Gewürznelken sowie eine Prise Muskatblüte, um den Geschmack abzurunden, und zur Verfeinerung ein paar Tropfen Orangenöl. Nun kommt auch endlich unser gehackter Ingwer zum Einsatz und zu guter Letzt die gehackten Walnüsse. Das Ganze vermengen wir zunächst vorsichtig mit dem Löffel, um die Teigmasse anschließend mit dem Rührgerät durchzukneten. Nun nehmen wir uns ein Backblech mit Backtrennpapier und legen darauf 16 Oblaten aus. Auf jeder dieser Oblaten verteilen wir mit 2 Löffeln eine etwa 15 mm dicke Schicht Lebkuchenteig. Nun kommt das Backblech mit dem Lebkuchen für etwa 10 Minuten zum Aushärten in den vorgeheizten Backofen. Ich würde eine Backtemperatur von 170 Grad Celsius empfehlen. Wenn man allerdings die Kekse lieber fester mag, kann man sie auch länger backen. Dann ist es indessen ratsam, die Temperatur auf 150 bis 160 Grad zu senken, damit das Gebäck nicht anbrennt. Nach dem Abkühlen empfiehlt es sich, die Lebkuchen mit Kuvertüre zu lackieren, um sowohl das Aroma als auch die Haltbarkeit zu steigern. Ich wünsche euch allen frohe Feiertage, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr 2018.